So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Cultures Online. Heute werde ich vermutlich Ragnarök bezwingen, zumindest für mich das erste Mal komplett durchspielen. Das heißt, Spoilergefahr, wer das selbst entdecken möchte, den letzten epischen Bossfight, ja, der sollte jetzt die Augen zumachen und mir nur zuhören. Vorher muss ich mich noch ein wenig ausstatten, und zwar mit Tränken, denn ich möchte ja nicht so viele Versuche verwenden. Um nicht zu sagen verschwenden. So, und ich habe bei den Helden aufgerüstet. Also, die Küche, habe ich ja schon mal erwähnt, ist dafür da, dass neue Helden hier Platz haben. Die restlichen Helden bekommt man dann noch durch die Forschung bei der Universität. Jetzt habe ich nun also 5. Warum habe ich das gemacht? Ich bin Stufe 42 mit meinem Haupthelden. Wenn ich jetzt zu den Kolonien gehe, dann könnte der nicht mehr mitkämpfen. Der ist ja schon zu hoch. Deshalb wollte ich einen neuen Platz holen, habe mir dann auch einen 39er Helden noch an die Seite geholt. Das ist der Mitsuki, ein Zweihandkämpfer, der ist neu und die verteidigen jetzt meine Kolonie, denn sonst, ja, mit der Level 30er, weiß ich nicht, hatte ich ein wenig Angst um meine schöne Siedlung hier. Hier die Matroschka ist Level 38, Plan ist es jetzt, die hochzuleveln, auch in Ragnarök, dass die auch auf 39 dann stehen bleibt und die werden dann nie wieder auf Abenteuer mitgenommen, sondern verteidigen hoffentlich bis an ihr Lebensende diese Kolonie. Später kümmere ich mich dann noch um die Siedlung. Denn die Zufriedenheit ist leider im negativen Bereich und deshalb ist 30% weniger Produktivität hier in meiner Siedlung vorhanden. Aber gut, so viel dazu. Genau, zum Händler wollte ich vorher noch schauen, wo ich mich jetzt mit Tränken eindecken muss. Ich weiß nicht, was da los ist, wieso ich so viele von den Grünen habe, Geschick, obwohl ich nur die Tanara hier habe. Ja, die kann diese Tränke. Gut, Stärketränke kaufe ich mir aber. Zu viele dürfen es aber auch nicht sein, denn man muss ja mein Gold beachten. Okay, den lasse ich jetzt. Ich kann mir die anderen Items auch ansehen. Aber hauptsächlich will ich jetzt die anderen Tränke. Das gibt's doch nicht. Nur grün und rot. Es gibt auch noch ein Mittelding. Ja, bei rot bleibst du stehen, bei grün darfst du gehen. Aber bei gelb gibst du 8. Ja, so wird's gemacht. Und deshalb will ich auch mal gelb haben. Natürlich im Fußball nicht so prickelnd. Klar, besser noch als rot. Na, endlich hier auch was. Glückstrank. Und jetzt fehlt mir noch der Ausdauer, der blaue. Der blaue. Wir haben blau und schlau gelöst. Schilling, was ist nur los mit dir? Es gibt auch ab und zu in Cultures Online spezielle Events. Soll ich mir da jetzt... Ja, den kaufe ich mir. Wo dann irgendein Händler auftaucht. Zum Beispiel zu Halloween gab es das. Vielleicht kommt das zu Ostern wieder. Und der bietet so Futter an, Halloween-Leckereien. Die waren sogar oftmals gratis und die haben auch die Attribute gesteigert. War ziemlich cool, da freue ich mich schon, wenn das wiederkommt. So, und jetzt freue ich mich auch, dass ich die Tränke vollzählig habe. Die werfe ich auch gleich mal ein. Hier 3 Tränke kann man haben und es ergeben eigentlich nur immer Glück, Ausdauer und das Hauptattribut 10. Also für Fernkampf Intelligenz, für Einhand Geschick und für Zweihand Stärke. Gut, so und fertig. Ja, dadurch bin ich jetzt, ich habe die magische Grenze von 1 Million durchschritten mit meinem Haupthelden und ich möchte ja die Matroschka auch mitnehmen. Mal schauen, die Tränke haben auch Level, das heißt, ich kann nicht den ganzen niedrigen Helden dann die höchsten Tränke geben. Das ist jetzt aber schade. Die sind alle zu hoch für die Matroschka. Na gut, egal, das muss jetzt reichen. Rein nach Ragnarök und ich hole mir hoffentlich jetzt mein nächstes Setteil raus. Nur noch 6 Stunden, fast 7 Stunden. Boah, das sieht, boah, die werden schon stark. Die werden schon sowas von stark. Matroschka, Moment, ich nehme gleich noch jemanden mit. Ich nehme die Tanara auch mit, ist egal. Ich nehme die mit, die anderen 2 nicht. Da will ich nicht, dass die irgendwelche Erfahrungspunkte bekommen. Obwohl, dann hätte ich vielleicht die Tanara noch ein bisschen pushen können, dass die auch noch stärker wird. Aber egal, schauen wir einfach mal. Genau, Höllenvieh, das habe ich ja schon mal angegriffen. Und da haben sich die Lebenspunkte, die ich dem Guten abgezogen habe, gespeichert. Das Problem bei dem ist, der hat so einen extremen Schaden. Boah, das kann man auch zweideutig verstehen. Ey, Höllenvieh, du hast so einen Schaden. Ja, verfehlt, das ist sehr wichtig. Oh, oh, Tanara, 10.000 Schaden, die hätte ich wirklich zu Hause lassen können. Okay, das heißt, wieder mal für das Video pushe ich mich mit mehr Ausdauer und mehr Schaden, dass ich das jetzt hier auch schaffe, weil ich noch so niedrig bin.
wäre ich schon etwas höher, dann könnte ich hier auch durch Ragnarök vielleicht etwas besser durchrauschen. Wie immer ist auch jetzt wieder so ein kleines Event, wo es noch immer bzw. schon wieder mehr Reiselust gibt. Das ist ja wirklich ziemlich cool gemacht. So, jetzt komm schon, ich hoffe, der allerletzte wird dann nicht zu stark. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich die jetzt schaffe. Da will ich hier nicht zu oft klicken müssen. Also man merkt schon, eigentlich wäre es jetzt an dieser Grenze für mich zumindest, der ich hier so schnell durchgerauscht bin, wäre es hier unschaffbar. Vor allem, die haben keine Tränke, meine Helden. Ja, sind auch nicht gerade am besten ausgerüstet. Da braucht man einfach ein paar Tage. Ich bin eher der Durchzügler, der Aufholjäger, der dann auf der Zielgeraden von hinten nochmal lossprintet. So, jetzt komm schon aber, Fenrir, jetzt musst du drauf gehen. Jetzt geht er drauf und es gab auch Ehrenmarken. 20.000, dann fast 200.000 Erfahrungspunkte und... Oh, da haut's mir die Augen raus. Ja, ein Level 30er Gürtel, der eher ein Flop ist. Den könnte ich jetzt auch gleich direkt verkaufen. Gut, Schlachtfeld 11 von 12, das heißt, zwei Etagen gäbe es jetzt noch. Jetzt hoffe ich nur, dass die Gegner nicht zu stark werden. Mal schauen, Loki Trugbild. Oh mein Gott, 4 Millionen. Oh, ich weiß nicht, ob das was wird. Kann ich noch irgendwas machen? Mal schauen, kann diesen Gürtel eventuell mein Mitsuki brauchen? Der Gürtel, ja, kann er sogar, aber eine, ja, allzu große Verbesserung ist das jetzt nicht. Gut, dann Tanara, habe ich vielleicht noch Tränke für dich? Sortieren wir mal nach dem Level. So, hier den ganz kleinen, den kann ich eigentlich wegschmeißen. Ich weiß nicht, wieso ich den am Anfang gekauft habe. So, Level 30, den könntest du genau nehmen. Aber die stirbt sowieso so schnell. So, von 115.000 Schaden auf 191.000. Also, das ist fast das Doppelte. Das ist wirklich krass, wie viel so ein Trank ausmacht. Matroschka, du könntest auch etwas vertragen. Moment mal, ihre Haare gehen genau über diese drei Bubbles hier, dass ich nicht mal die Tränke sehe. Was ist los mit dir? Willst du nicht mal zum Friseur gehen? Wieso denn nur? Aber ich kann jetzt nicht mal die niedrigen Tränke mehr finden. Das ist das Problem nämlich. Das heißt, da hätte ich mich eventuell eindecken müssen für die anderen Helden. Das habe ich jetzt nicht bedacht, aber gut, man lernt dazu. So, jetzt schaue ich mal, ob ich das schaffe oder ansonsten muss ich es vielleicht verschieben. Ich hätte nicht gedacht, dass die so stark werden. Ich meine, ich könnte vorher meine Stärkeren mitnehmen. Ich glaube, das mache ich jetzt. So, der Mitsuki ist nämlich wirklich, der ist fast so stark wie ich. Und dann die Kiku nehme ich auch mit, aber vorher gebe ich ihr noch einen Trank. Obwohl, das geht ja auch nicht. Nein! Ah, wirklich schade. Wieso habe ich so viel von den Grünen? Das Glück ist ein launisches Wesen. Das kann mir doch keiner erklären, was da los ist. So, gut, dann geht's jetzt mal... Nein, so war das nicht geplant hier. So war das ja mal überhaupt nicht geplant. Wer hat sich da jetzt reingeschlichen? So wollten wir das doch machen, oder? So war das doch abgesprochen. Obwohl die Matroschka will Erfahrungspunkte bekommen. So, machen wir es so. So, Mitsuki, hilf uns bitte. Du musst es doch schaffen. Vor allem der Zweihänder ist gleich gut gegen den Einhänder am Anfang. Da bin ich jetzt aber gespannt. Oh, schon mal was von Nordic Walking gehört, mein lieber Mitsuki. Komm schon, überleb noch. Hol noch mal kräftig aus. Erinnert mich irgendwie an Ägypten. Pharaonen hier. Okay, viel hat er nicht angerichtet. Aber doch, doch, geht eigentlich. Also es ist noch schaffbar. Es ist noch bezwingbar. Normalerweise verbraucht man dann eben sehr viel Reiselust, wenn man es denn wirklich schaffen möchte, um diese wertvollen Set-Teile zu ergaunern. Aber allein dieses System, dass sich die Lebenspunkte hier speichern, finde ich schon recht cool. So, Moment. Einmal mache ich es jetzt noch. Okay, das muss ich noch öfter machen. Wieso hast du so einen großen Schaden? Und dann reise ich nochmal los. Und zwar, genau jetzt, ja, ich glaube, jetzt höre ich auf nach diesem Versuch. So, zurück. Und Moment, nein, 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 das wollte ich auch noch machen. Extra für das Video in der Universität ordentlich geforscht, dass ich hier etwas erhöhen kann. Und zwar hier Stärke aller Helden um 20. Dadurch macht der Mitsuki dann hoffentlich nochmal mehr Schaden. Oh yeah, oh yeah. Geschicklichkeit um 10. Intelligenz wäre ein Hit, aber Schaden aller Waffen um 1% kann ich auch machen. Mich interessiert hauptsächlich das da ganz oben. Und jetzt sogar Schattenspiele, ein zusätzlicher Held, kann angeworben werden. Das ist ja mal ein schöner Erfolg. So, Erfahrungsgewinn durch Training habe ich noch nicht. Das reicht nicht aus. Dann pushe ich mal hier das zum Bauen noch ein wenig.
allzu viele Ideen habe ich ja nicht mehr. So, den Bau einer Imkerei, das ist für die Zufriedenheit. Das wäre eventuell eine Möglichkeit, aber ich habe noch einige andere Gebäude, die ich bauen kann für die Zufriedenheit. So, und jetzt gehe ich nämlich auf Reisen mit den anderen Helden, wo es mir egal ist, wenn die im Level steigen. Die eine soll ja sogar im Level steigen. So, genau, die Matroschka, die weiß genau, dass sie gefragt ist. Und die, denn ich möchte wirklich nicht, die würden jetzt nicht nach einer Expedition sofort im Level steigen. Aber das wäre schon cool, wenn das etwas längerfristiges wird und die wirklich nie Erfahrungspunkte bekommen. So, Loki-Druckbild, das muss jetzt aber was werden. Wie viel Schaden? 200.000, das ist ja gar nicht so übel. Das Problem ist nur, wir halten nichts aus. Wir halten gar nichts aus. Es ist so traurig, wie schwach wir sind. Nein! Einmal weggekrittet. Oh mein Gott, das ist übel. Das ist wirklich übel. Vor allem, was ich hier mache, boah, das ist ja nicht mehr schön. So, jetzt geht er down endlich und bitte, 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 bitte. Es leuchtet nicht so, als wäre das ein Set-Teil. Ausdauer und Glück, Level 42. Eigentlich nicht so übel, aber ich will ein Set-Teil. Und jetzt, meine Damen und Herren, bitte leiten Sie den Trommelwirbel ein. Der Lügengott Loki. Oh mein Gott, sehen meine Augen nicht recht. Aber weil das der letzte ist, auch so wie bei den Story-Missionen, der hat hier so eine Umrandung. Ich glaube, der droppt zu 100% was Gutes. Ich weiß es nicht. Oh, ich traue mich nicht. Oh Mann, soll ich das wirklich so krass jetzt machen? Das ist schon ordentliche Runenverschwendung, die ich hier tätige. Aber egal, komm. Durch Ragnarök. Für das Video, für Spieletrend, wir müssen es tun. Jetzt, ich habe es angekündigt, also muss er sterben. Gegen zwei Händler bin ich doch eigentlich nicht so schlecht. Oh Mann. Bitte nicht, ich kann gar nicht hinsehen, Mami. Der sieht so lässig aus und mit seinem coolen Bart, aber ich weiß ja nicht. Wenigstens überlebt er noch. Okay, aber er teilt schon mächtig aus. Jetzt möchte ich noch wissen, was die Kiko so kann. Die ist ja wirklich sehr niedlich. Hat circa dreimal so große Augen wie der Mitsuki. Ah, okay. Sie überlebt sogar den Schlag. Also das ist in Ordnung. Gut, 1 Million sogar mehr haben wir ihm abgezogen. Also sind nicht allzu viele Versuche, aber schade ist es schon. Schade um die Runen. Nur, wenn man zu schwach ist, ist man zu schwach. Wenn ich da jetzt Leute in der Ehrenhalle suchen würde, in etwa auf meinem Level, die wären... Ich bin mir sicher, so in etwa auf meinem Level kann man haben 2 Millionen Schaden und 2 Millionen Leben. So in etwa. Würde ich jetzt aus dem Bauch heraus raten. Das, was ich hier habe, ja, das ist eher Mau Mau. Nicht schön anzusehen. So, und jetzt muss ich dann nochmal losreisen. Okay, jetzt mache ich das schon. Nein, Kampf nochmal versuchen, habe ich geklickt. Ich hoffe, wir schaffen ihn jetzt nicht. Das ist ja auch mal verkehrte Welt. Jetzt hoffe ich, dass wir ihn nicht schaffen, aber bitte nicht. Nein. Oh nein. Okay, wir schaffen ihn. Mitsuki, Kiko, ihr könnt das nicht mehr rumreißen, oder? Wir schaffen ihn, okay. Gut, dann soll es so sein. Haben sie nun Erfahrungspunkte bekommen, ist mir jetzt auch egal. Oder, wer weiß? Oh, das wäre ja göttlich. Das wäre göttliche Einmischung. Ja, besser kann es gar nicht laufen. Und jetzt gehe ich sogar, jetzt mache ich hier sogar 1% noch. Also besser hätte man es gar nicht planen können. So, jetzt gehe ich nur mit ihm, denn dann bekommt er die vollen Erfahrungspunkte, wenn er ihn schafft. So, 1 gegen 1, kostet wieder Reiselust. Ach herrje, dass niemand weiß, dass der Schilling Blödsinn macht. Reimt sich nicht, aber stimmt. So, und er geht down. Oh, dieses Item leuchtet irgendwie ziemlich krass. Ich traue mich ja gar nicht mit der Maus drüber fahren. Und wird er es machen? Oh! Alter Schwede, was hatte ich eigentlich für eine Waffe? 42er Waffe, doppelt so viel Durchschnittsschaden, aber leider kein Set-Teil. Okay, also habe ich mich wirklich getäuscht? Ich hätte mir schon gedacht, dass der letzte Gegner vielleicht zu 100% ein Set-Teil droppt. So, aber ich würde sagen, die Ausbeute war allgemein aus Ragnarök gar nicht mal so übel, denn mit meinem Haupthelden habe ich hier einen Helm bekommen und die Set-Boni sind prozentuell gerechnet auf die Werte. Und dann habe ich noch ein Geschicklichkeits-Item bekommen
einen Brustpanzer. Also zwei Setteile bei 12 Etagen ist, denke ich, gar nicht so übel. So, jetzt rüste ich diesen Bogen aus. Das war ja wirklich, irgendwie habe ich komplett auf das vergessen. Oder es kam einfach nicht so. Wo ist dieser Bogen jetzt? Wo ist der? Ah, das ist ja gar kein Bogen. Das ist eine Fernkampfwaffe und zwar ein Klingenblizzard. Was auch immer das ist. Einfach ein Shuriken oder so. Jetzt bin ich fast bei 1 Million Schaden und 1,5 Millionen Leben. 1,4 eher. Hätte das nicht vorher sein können. Oh mein Gott. Jetzt kann ich sagen, ja, das ist schon nicht so übel, was der Held jetzt drauf hat. So, das heißt, Ragnarök ist erstmal gegessen. Ja, ich habe Ragnarök ein von einmal durchgespielt. Das heißt, wenn man mehr gespendet hätte, hätte man das öfters durchmachen können. Und hier steht jetzt, Ragnarök endet in 6 Stunden 34 Minuten. Vielleicht kann ich dann nochmal rein und wieder einen Versuch durchspielen. Oder muss man wieder warten, bis erneut gespendet wird? Das ist ja noch komplett neu, dieses Feature. So, und jetzt, also nach diesem Abenteuer muss ich jetzt erstmal kurz Pause machen. Das war ja Ragnarök. Ich habe dich bezwungen. Endlich ist es soweit. Das heißt, jetzt kann ich dann auch nach Atlantis reisen und diese Dungeons bewältigen. Und dort werde ich mir, glaube ich, gute Set-Teile für meine 39er zusammenfarmen, dass die hier wirklich für immer und ewig ihre Kolonie halten können.